Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios, einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal. Und wir müssen weiter an unserem Schiffchen bauen und da bin ich mir jetzt gerade noch nicht sicher, ob ich erstmal hier hinten weitersetze, ob ich die Masten mache oder ob ich nicht erstmal doch den Bug beende. Und das den Bug beenden bedeutet für mich hier auch mal einen Zaun zu setzen. Was ich mir aber halt für Gedanken so mache. Das ist eine Leiter. Wie sieht denn eine Leiter aus? Auch nicht viel besser. Oder? Problem ist nur, dann plumpsen wir trotzdem rüber. Was ich mir so viel Gedanken mache, wie sieht denn das so zusammen aus? Das ist halt das Problem. Weil das Schiff ist ja jetzt von außen doch recht dunkel. Was mir sowieso noch nicht so hundertprozentig zugesagt hat. So, muss mal gucken. Ungefähr bis hier, weil hier kommt ja auch wieder ein kleiner Aufbau hin. So ist es jetzt natürlich hoch, ne? Klupp, wir machen mal die Abkürzung. So, da können wir sogar noch ein bisschen weiter zurück. Ungefähr denn da so den Aufbau machen. Ja, wirkt jetzt halt sehr hell, aber ich habe mir überlegt, hier kommen ja auch Fenster noch rein. Oh, Kanonenluken, um genau zu sein. Und diese geben natürlich wieder einen schönen hellen Punkt. Das finde ich wiederum ziemlich cool. Oder? Das wirkt dann halt alles ein bisschen offener. Finde ich ziemlich geil. Das sind jetzt quasi die Kanonenluken. Ich werde gar keine Fenster machen. Fenster wären blöd, glaube ich. Na, der ist zu weit weg. So. Doch, ich finde, das hat definitiv was. Da oben kommen dann die Fenster rein, auch mit dem hellen Holz. Wirkt wieder ganz anders und ein bisschen aufgeschlossener, aufgebrochener, dieses ganze dunkle, störrische. Ja, so Rettungsboote, was auch immer. Oder? Ich finde, das hat definitiv was. Und wie gesagt, dann passt das auch mit dem Holz wieder ein bisschen besser. Von unten durchtauchen können, ohne zu ersaufen. Ja, doch. Na, da wird schon eng. Da wird schon eng. Schnell auftauchen, schnell auftauchen. Hui. Da kann man mal schnell absaufen. So, wie hat man das jetzt hier? Da, das würde ich jetzt quasi als Ausgangspunkt nehmen. Ja, ich vergaß. Ich hoffe wenigstens, dass ich die Höhe, die Richtung der Dings jetzt richtig habe. Zwei hatte ich gesagt. Genau. So sieht es jetzt natürlich wieder blöd aus. Und wenn der Zaun dann oben ist, wirkt es aber auch wieder ganz schick. Zumindest meine Meinung. Ne, wie gesagt, immer runter in die Kommentare, wenn ihr was anders gemacht hättet. Klar, ob ich es denn später nochmal umsetze, ist eine andere Sache. Ist jetzt auch nicht gegen euch gerichtet. Aber ich nehme ja auch ein paar Tage im Voraus auf und vielleicht habe ich denn schon wieder eine schönere Lösung gefunden oder ich setze wirklich einfach nur mal meinen Willen durch. Passiert aber, das sieht richtig aus. Zwei und da hinten auch nur zwei. Okay. Hier mal wieder mit dem Zaun weitermachen. So. Ups, das geht. Krass. Ja,
Gegner. Hier hatte ich ja eventuell überlegt, sogar schon mal zwei wegzunehmen. Läuft. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Blub. Dann haben wir hier die Kanten drin. Müsste schon so einer sein. Auch wenn es jetzt indoor ist, aber sieht einfach besser aus. Wir machen keine halben Sachen. Das soll von jeder Ecke aus gut aussehen. Und es ist immer noch geräumig. Ich glaube, das ist geräumiger als damals so sonst die Schiffe waren. Da hast du hier wahrscheinlich weniger Platz gehabt. Von dem her, na, nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Fenster habe ich jetzt nicht dabei, ne? Nee. Dann werde ich jetzt doch erstmal ganz flink hier runterrutschen. Dann machen wir das nämlich die Rückseite auch schon mal fertig. Deswegen bin ich da gerade auch nicht hingeschwommen wegen den Holzelementen. Weil da fehlen ja dann auch die Fenster. Die machen dann doch da ein bisschen was aus. Ja. Wie viele haben wir davon noch? Nicht mehr viele. 19. Hm. Ich nehme die auch mal mit. Das kann hier bleiben. Die haben wir eh nicht gebraucht. Sollte ja eigentlich reichen. Ich will ja kein Panoramadach dahin bauen. Und hier setze ich mal ausnahmsweise ein paar Ranken rein. Weil wir brauchen definitiv später noch Leitern. Oh, voll. Erstmal dahin. Wir brauchen ja Leitern, Zäune, definitiv auch noch ein paar mehr. Apropos Zäune. Dazu brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Roads. Stone Roads. So. Was wir haben, das haben wir. Läuft doch. Wir kommen ziemlich zügig voran. Ich musste gerade mal kurz looken, ob ich die Aufnahme überhaupt gestartet habe. Oh ja, war so. Jetzt bin ich hier hochgelaufen. Wahrscheinlich ganz umsonst. Aber ich will ja hier, ich kann ja auch hier mal mit den Fenstern anfangen. Gucken wir mal. Ein bisschen umsetzen. So. Mir juckt die Nase, Entschuldigung. Wir haben mal drei. Ja, machen wir doch auch drei. Das passt ja nämlich nicht und das ist blöd. Aber eventuell gehen wir einfach bis hier hoch. Ich wollte hier schon gern was Größeres drin haben. So viel zum Thema Panoramafenster. Hey, über Bord. Ja, und ich finde es nicht verkehrt. Wenn ich ehrlich bin. Und die habe ich jetzt hier nochmal so als Elemente mitgebracht. Ich komme da oben nicht ran. That's a problem. So. So, als kleine Unterbrechung. Kennt das ja vielleicht hinten bei den Schiffen? Die sind ja überall verziert. Komm nicht ran. Gibt's doch nicht.
Und auf welcher Höhe waren jetzt die Luken? Hier, auf der Höhe. Ja, warte, wir sind ja eh, wo wir schon mal hier sind. Wir brauchen ja noch das Ruder. Das können wir mal hier mitsetzen. Tauch mal runter. Ja, mal. So. Na, das sieht, glaube ich, ganz in Ordnung so. Muss ja schon ein bisschen größer sein. Bei so einem Kahn. Ist ja aber auch ein Auftrieb. Bin ich so fett, dass ich immer wieder nach oben schwimme? Sag mal, willst du mich mal unten lassen? Aus. Ja, ist jetzt nicht das Schönste, aber egal. Ja, ich finde, das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Aber an der Seite muss auch noch Fenster. Boah, was wächst denn hier immer noch? Ich schwöre, ich habe nichts gepflanzt. Seit Wochen eigentlich schon nicht mehr. Ja, Wochen vielleicht. Ja, sagen wir mal seit 3 Wochen. Das sind ja Wochen. Aber Wochen klingt so monatelang. Aber ich nehme die hinten doch einfach raus, weil ist so. Sieht besser aus, oder? Na, dann überleben wir nicht. Ich hätte mir so einen Außenring bauen sollen. Aber im Endeffekt sind wir jetzt ja schon denn durch. Wie gesagt, hier gefällt mir nicht. Ist zwar nett, aber Glas ist teuer. Das ist eigentlich nicht der Grund, aber gefällt mir einfach nicht. So, dann kann ich hier nämlich auch in aller Ruhe wieder das Fenster hinsetzen. Blub, 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 fertig. So, nicht ganz, denn jetzt komme ich hier natürlich noch. Die restlichen Zäune. Da. Da. Können wir hier ruhig auch mal so einen hinsetzen? Ich glaube, das kommt ganz gut. Eins, zwei, drei. Und dann haben wir das. Na, wirst du wohl. Wir hier durchbauen können, ändere ich erstmal die hier ab. Und der Rückweg ist da.
Jetzt, wo ich gerade dabei bin, ja, wenn es ein bisschen mehr Farben gibt, wenn ich jetzt hätte Holz auch noch andere Materialien einfärben können, wäre es natürlich noch cooler gewesen. Dann hätte man jetzt auch, sag ich mal, statt Holzfarben Rot nehmen können oder so. Aber ich brauche ja die ganzen Elemente. Und wenn ich jetzt nochmal einen anderen Farbtupfer reinbringe, wäre es, glaube ich, too much gewesen. Wie gesagt, und hier müsste rein theoretisch nochmal so ein Lenksegel hinkommen. Der muss ja nicht groß werden. Mach ich auch wieder so. Das ist ja jetzt überhaupt nicht mittig, oder? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, schon. Was machst du denn? So, warte mal. Oder weil soll ja halt kleiner werden. Machen wir den doch so. Wie gesagt, so ein bisschen. Ich hab keinen Platz. Das gleiche Prinzip wie unten. Halt bitte in Schiffsmaserung. So, und hier dann der kleine Mast. Nur eben richtig. Na, ja, wird doch, wird doch, wird doch. Jetzt kommt nur noch das Bug. Bug ist hinten, oder? Ich kann es euch nicht mal sagen. So, dreh dich. Nicht viel. Muss jetzt wirklich nicht viel kommen. Nur einer eventuell. Wir haben nicht mehr so viele davon. Ein bisschen sparsamer. So. Ich guck noch mal, ich guck noch mal. Ja doch, das ist gut. Gefällt mir. Wie gesagt, auch jetzt mit den Holzfarben abheben, macht das Ganze halt in meinen Augen ein bisschen freundlicher. Das sah sonst doch sehr tot aus. Man könnte jetzt noch eine ganze Reihe hätte man jetzt auch aus Holz machen können. Wäre auch ein schöner Farbtupfer gewesen. Aber jetzt habe ich da auch keine Lust mehr zu. So, deswegen machen wir jetzt hiermit weiter. Das wird jetzt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, weil eigentlich ja schräg. Aber so einen Schräg kriegt man ganz schwer hin, glaube ich. Und rein theoretisch fangen die ja hier so an. Ja, nicht runterfallen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guck mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haben wir jetzt hier 1, 2, 3, ja genau so. Warte mal, 1, 2, 3, so. Vielleicht reicht das ja schon.
Aber mal zum Gucken. Nie im Leben. Aber gefällt mir auch nicht. Egal, wie es ursprünglich nicht runterfallen. Aber komme ich nicht mehr ran. Wir setzen den hier an, so fertig ist. Aber so in dem gleichen Maß ungefähr. Der ist, glaube ich, falsch. So, warte mal. Rotation. Also, ich hätte hiervon gern eine schräge. Ich muss hier mal kurz ein bisschen weiter reinsetzen. Oh, alle. Nur mal zum Gucken von außen. Das sieht aus wie ein Zahnstocher. So. Bäh, ist das hässlich. Alles sieht gut aus, nur das nicht. Ich glaube, das lasse ich einfach erstmal so im Raum stehen, den Zahnstocher. Ah, lustig, lustig, lustig. Machen wir mal ein Foto. Na, nicht teleportieren. Das sieht aus wie ein Zahnstocher. Nee. Ja, das sieht auch cool aus. Hier will ich auch mal ein Screenshot. Ich habe so viele Screenshots, ne? Blub. Die natürlich gleichzeitig auch für meine Anzeigebilder bei YouTube gehen. Aber eine andere Geschichte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben jetzt, wie gesagt, ein wenig Farbe, würde ich jetzt nicht nennen. Abwechslung hier reingebracht. Wir haben quasi auch hier den Zaun rumgesetzt, dass hier keiner mehr runterplumpsen kann. Und hinten auch das hier vollendet, auch mit ein paar Fenster hier in die Captains Kajüte. Also alles ist da. Das Ruder hinten haben wir gesetzt. Also wir können auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen was machen. Ach ja, den haben wir auch gebaut. Also richtig viel im Endeffekt. Richtig viel, ich bin stolz auf uns. So, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut in der nächsten Folge wieder rein, wenn es heißt Creativeverse auf meinem Kanal. Bis dahin könnt ihr ja gerne mal einen Kommentar runterlassen. Hinterlassen ein Däumchen und ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Oder schaut bei meinen anderen Videos rein. Bis dahin.